Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. Während ich hier so stand und meine Folgen benannt habe, hat auf einmal Miles Morales Mutter angerufen. Ich habe direkt auf Pause gedrückt, damit ihr das mit anhören könnt, weil ich will ja wissen, was sie uns zu sagen hat. Und Otto Octavius hat angerufen. Er hat irgendwas ganz Tolles für uns. Wir sollen sofort kommen, wie immer, wenn er anruft. Aber jetzt erstmal die Nachricht von Miles Morales Mutter. Rio Morales, vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Pfiest-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Ich würde so gerne wissen, wie er zu Spider-Man wird. Ich weiß, das werden wir noch erfahren. Kein Thema, ne? Ich will die Quest erst machen. Ich will wissen, was das ist. Das klingt scheiße, aber ich will es machen. Der Klassiker. Oh, das war voll abgestürzt. Pardon? Hat der gerade dämlicher Superheld gesagt? Warum? Ich rette euch die ganze Zeit schon eure Ärsche. Unverschämtheit, Leute. Nein. Ich habe Fisks Festnahme im Fernsehen. Schön für dich. Hi. Spider-Man, haben einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef Ja, her. und? Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hat eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Versuchen Sie, mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Okay. Ich hab's sogar schon gesehen. Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Schlaf schön. Ob das wohl immer so einfach ist? Niemand mag Camper. Spider-Man! Auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen oh, und no. Orte. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck. Schicken Sie mir, was Sie haben. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Ja. Oh, jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Wenn ich dem Ziel zu nahe komme, schießt der Scharfschütze. Nein, Peter! Lebt er noch? Minus eins, Achso. Macht zwei. Ich wollte gerade sagen, lebt er noch? Aber wie soll ich das denn in der Zeit schaffen? Die sind witzig. Kriege ich nicht irgendwie Zeitboni oder so? Fürs coole Retten und so? Nur ein bisschen. Nicht viel. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Ziel ist sicher. Jetzt nur noch einer. Oh. So weit weg, Leute. Schnell, sonst sterben Menschen. Danke, Spider-Man. Setz mich ruhig unter Druck. Warum halten sich Attentäter nie an meinen Tagesplan? Weiß ich nicht. Spidey, kannst du bitte... Spidey, er will nicht. Er will mich nervös machen, ob wir das 300 Meter in einer Minute schaffen. Oh Gott. Ich gehe von hier aus. Nein, ich gehe doch nicht von hier aus. Spidey, mach mich nicht nervös. Hier bin ich richtig. Wo ist der Attentäter? Oh nein! Ich will aber erstmal einmal. Du bist der Wichtigste. Der Rest ist mir egal.
Ich habe meinen Timer nicht angemacht, mal davon abgesehen. Gerade noch. Officer, alle drei Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Cops sehen. Okay. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme Ihnen Ihre Druckmittel weg. Die hinterlassen keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Ja. Sag bloß. Wow. Oh, das sind immer so Stress-Nebenquesten. Ich muss sagen, die Nebenquesten sagen mir nicht immer so zu. So klar, ich mach sie, ohne Frage. Aber da habe ich schon zum Beispiel in Horizon Forbidden West oder auch God of War deutlich interessantere Nebenquesten gehabt. Was übrigens dem Spiel absolut gar keinen Abbruch tut. Nicht im geringsten, weil das ganze Spiel einfach ziemlich geil ist. Und ich mir halt so denke, oh mein Gott, warum habe ich das damals einfach übersprungen? Aber hey, jetzt können wir es gemeinsam genießen. Weil ich es damals übersprungen habe, können wir es gemeinsam genießen. Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt sitzt dann... Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Meine Kinder brauchen mich. Sind die denn? Er ist verwirrt, ne? Er ist verwirrt. Wir brauchen Zeit, um die Freiheit er lebt noch. Koordinieren. Keine Hinhaltetaktik mehr. Keine Spielchen. Sag mal, wolltest du mich trollen? Mal, kann ich meine Drohne auf den Herzen? Ich glaube nicht, dass das... Vor der Freilassung brauchen wir Beweise, dass den Geiseln nichts passiert. Sie strapazieren unsere Geduld. Ihr Blut ist der Preis dafür. Warum bin ich nicht in Hawaii? Warum machen meine Drohnen jetzt nichts? Ich muss mir überlegen, was ich jetzt dezent mache. Haben alles aufgebraucht. Bei weiteren Verzögerungen kommt hier keiner lebend raus. Bleiben Sie ruhig. Wenn den Geiseln was passiert, bekommen Sie gar nichts. Das war nicht so gut. Ich muss es höher ansetzen, glaube ich. Sind die jetzt beide ausgeschaltet oder? Ne, eher nicht. Hm. Okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich da hinkomme. Noch einer. Ich könnte es mit dem Netz versuchen. Aber wohin netzen? Der ist noch da unten, ne? Der ist noch nicht ausgeschaltet. Hm. Ja, und jetzt? Ha!
Naja, gut. Oh Gott. Der ist immer noch da draußen. Was mache ich denn jetzt mit dem, der da draußen ist, ey? Warte mal. Oh, ich habe eine Spider-Drohne wieder. Jetzt fehlt noch der eine hier drüben, ne? Ich habe keine Spider-Drohne mehr. Vielleicht kann ich aber... Kein Thema. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen Sie ja ein paar Ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen. Das wäre schon echt nett, muss ich sagen, ja. Bumm. Begib dich zum Labor. Ich glaube, das machen wir auch. Hier haben wir dann alle Nebenquests. Hier sowieso. Hier fehlen mir halt noch drei, zwei vermisste Personen. Da ist die noch gar nicht freigeschaltet. Die ist fertig. Die gibt's keine. Die ist fertig. Hier ist fertig und hier ist fertig. Ja, die zwei vermissten Personen. Wisst ihr was? Da hinten ist noch eine Forschungsstation, die ich total vergessen habe, wo ich die Fähigkeit jetzt habe. Ja nun, ne? Kann ich da schnell reisen? Nee, schnell raus. Ich hoffe, Dr. Octavius driftet uns jetzt nicht ab. Ja, ich habe die Spider-Man-Teile mit Tobey Maguire auch gesehen. Ich mag sie nur nicht sonderlich. Aber Dr. Octavius war cool. Hey, aber Alfred Molina ist ziemlich cool. Morgen, Parker. Oder ist es Abend? Ach, ist egal. Zippen Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt... Das ist er. Unser Durchbruch. Die neurale Schnittstelle wird Octavius Industries bekannt machen. Okay. Oh, ich darf weitermachen. Cool. Octavius Industries. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Wo muss ich denn hin? Nee. 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 Ich muss es mir gleich mal genauer angucken, was das Problem ist. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe aber keine... Ach. Okay, das muss ich austauschen. Okay. Easy going. Sehr schön. Okay, und jetzt? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis.
Oh. Oh, okay. Warte mal, da muss ich das anders machen. Wenn ich das umgehe, dann geht das, ja. Nein, das geht nicht. Das geht aber. Fertig. Yes. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Wir gucken gleich die Gleichung an. Ich will ja erstmal nur einen Weg finden. Perfekt. Oh. Wieso ist denn da jetzt nicht? Jetzt ist wieder ungleich. Jetzt ist es natürlich wieder ungleich. Jetzt ist es wieder gleich. Perfekt. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Ja. Na, ob das jetzt so gesund ist, ich weiß nicht. Könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was.
Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Oh, Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Mhm. Ach so, die Brille. Kann ich eigentlich jetzt... Nee. Electro. Fisk. Die humorlose Grimasse wird mir fehlen. Electro war mein erster Schurke mit echten Superkräften. Vorher gab es nur normale Typen in schicken Anzügen. Bei unserem letzten Kampf hat Scorpion gefragt, ob er mir mal zeigen soll, was ich in meinem Schädel habe. Ein echter Witzbold. Ein Panzer auf zwei Beinen. Mit Rhinos gesammelten Sachbeschädigungen könnte man Manhattan dreimal zerstören. Vulture könnte der klügste Kopf an dieser Wand sein. Nicht klug genug, um dreimal lebenslänglich zu vermeiden, aber trotzdem ziemlich gewitzt. Na dann? Na dann? Ich weiß, Timer ist rum, aber wenn es nur die Zeitung ist, gehen wir uns die mal kurz angucken. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Ich weiß nicht. Warte mal. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass der Mann davon abzubringen ist. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetrie da. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Aber wir machen das in der nächsten Folge. Ich nehme an, es wird Miles Morales' erster Tag sein. Ich wusste es. Hi, ich May. Warte noch eben. Lass mich raten. Verspätung? Ja. Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Ja, wir kommen gleich. Erster Tag, Hauptmission, Greenwich. Das ist aber nicht das Fieszentrum. Also ihr Lieben, das machen wir nächste Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.